So meinte ich das. Sieht das denn aus? Die sehen total echt aus. Ich bin jetzt schon ein bisschen älter, bin, meine ich. Ja, als ob du deine gefärbt hast. Echt? Minuten heute. Das sollte reichen, oder? Das könnte reichen. Herzlich willkommen zu einem neuen Video. Wir haben schon Feierabend, wollen jetzt ein paar Sachen erledigen. Unter anderem ein Geschenk muss ich kaufen, aber ich kann euch nicht so viel davon zeigen, weil die Person guckt die Videos auch. Und deswegen, ja, ist das so eine kleine Überraschung. Mal gucken, was ich da so finde. Oh, jetzt kommt Manuel. Sabine, Dulli kommt. Dulli! Dulli, 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 er kommt. Wo ist er? Moment, jetzt nee. Ganz langsam. Jetzt kommt er. Der guckt uns nicht mit dem Moas an, das gibt's ja wohl nicht, doch. Aber erstmal. Er ist froh, dass er alleine ist. Erstmal gehen wir essen. Das steht ja wohl fest, ne? Wir gehen wieder zu dem Chinesen, wo wir immer hingehen, wenn wir beide alleine sind, wenn wir uns so einen Nachmittag machen. Und zwar ist der bei Kaufland und da esse ich immer Chinesen. Da esse ich immer Chinesen. Mhm. Da esse ich immer Nudeln mit Frühlingsrollen. Das ist sehr lecker, mit Erdnusssoße. Und das werden wir uns jetzt gleich gönnen. Dann wollen wir noch eben zu Tom, weil ich habe, wann war das? Im Mai, ne? Habe ich dir so ein Duftding geschenkt, wisst ihr, mit so Stäben drin. Und das riecht so, so gut. Und ich hatte mir das im Kleinen gekauft und bei mir auf der Toilette hat das überhaupt gar nicht gerochen. Und bei denen kommt man in die Küche und die ganze Küche riecht danach. Und da wollen wir mal gucken, ob es das noch gibt. Das ist aber nicht für die Toilette, was das zu mir geschenkt hast. Ich habe das für die Toilette genommen, aber das kann man auch gut fürs Wohnzimmer. Nee, ich weiß, warum ich es für die Toilette genommen habe. Wegen Leni. Weil sie ja immer überall beisitzt. Für Toilette, also. Nee, das riecht eher so wohlig warm, ja. Wohnzimmermäßig, ne? Ja, ja. Ja, und dann, wie gesagt, muss ich ein Geschenk kaufen für meine Schwägerin. Das mache ich ja nicht, ich zeige es ja nicht, ne, was ich davor habe. Und zwar habe ich was ganz Besonderes vor für sie. Mal gucken, ob ich das ein oder andere zeigen kann. Mal gucken. Und dann wünsche ich euch heute ganz, ganz viel Spaß mit uns. Möchte ich das gerne haben. Was denn? Möchte ich das so gerne leiden? Helle Stiefel. Oh, die sind aber schnell dreckig. Sieht man immer alles, ne? Mach doch nicht, ich habe immer helle Stiefel. Hier, gestern waren wir noch hier. Da hinten waren wir im Schuhcenter. Das war ja erst vor ein paar Stunden, ne? Jetzt sind wir schon wieder hier. Du. Hm? Ich mache gerne helle Stiefel. Ich auch. Habe ich immer schon gehabt. Finde ich auch schön, aber... War das so schön abstehend? Wenn da irgendwie ein Fleck drauf ist, dann musst du gleich wieder putzen. Ja, und? Kannst du mal gucken, wenn das Wetter nicht so schön ist, siehst du dunklere an. Ne? Ja. Und wenn so ein bisschen Sonnenschein ist, dann siehst du hin. So, und hier ist auch TK Maxx. Ich mag den Laden ja überhaupt nicht. Warum willst du da eigentlich hin? Nee, ich dachte für Wasserwohl. Geschenk auch? Ja. Du musst jetzt aufpassen, was wir sagen. Ja, genau. Ja, wir gucken mal. Und dann müssen wir aber essen. Ja. Ist das warmes Wasser oder ist das? Das darf man nicht anfassen. Da ist ein Schild. Das ist giftig. Wo? Oh. Du hast ein Schild. Ach, du hast. Aber das ist kalt. Das ist kalt? Ja. Okay, wir gucken erstmal, ob die jetzt hier die Duftdinger haben. Was soll das Ding kosten? 1500 Euro. Uiuiuiui. Ui, ui. Das sieht richtig süß aus, ja. Ne? Wieso sind die denn alle? Ja, hier, Madame hat wieder zugeschlagen. Nochmal 3 Adventskalender. Die ganze Familie wird hier mit Kalender versorgt, ne? Ja. Aber die sind auch wirklich cool. Schön, ne? Ich finde die auch schön. Ich glaube, eine Zuschauerin, Heikchen,
Heikchen nennt sie sich, glaube ich. Heikchen. Hat sich auch so einen früher geholt. Früher war es Heikchen, Heikchen, ne? Ich weiß gar nicht genau. Ja. Also liebe Grüße an dich, du weißt, du bist gemeint. Ja. Sie hat auch, glaube ich, nur einen gekriegt, hat sie geschrieben. Ja. Die sind wirklich cool, weil die kosten ja eigentlich nur 5 Euro, weil du ja einen 5-Euro-Gutschein immer drin hast, ne? Guck mal, wie schön, dass hier alles ist. Ja. Ach, hier steht ja, 1,09 Euro kosten die Überraschungseier. Mhm. Süß. So, oder du nimmst die jetzt mit. Die ist auch mit Nüsse. Nüssen. Zu wenig Nüsse. Nüsse. Zu wenig Nüsse, weil ich darf nicht so viel Schokolade, das weißt du ja. Und aber das ist keine Haselnuss, das ist Mandel. Ja, die mache ich nicht so gerne. Ne? Honig, Salzmandel mache ich auch nicht so gerne. Aber wenn du da mal drauf guckst, hat das genauso viel Schokoladenanteil wie Cashew diese. If you can, die nehme ich. Cashew, so, da, sind, da sind so viel. Heißt das nicht so? Oh nee, ich habe gerade. Ich habe mich versehen. Catch me if you genau, can. Ich habe an ihn gedacht. Wie heißt er noch? Ja, Leo, weil wir gerade darüber gesprochen haben. Wir haben gerade bei der Arbeit darüber geredet, welchen Schauspieler wir gut finden. Also mit wem wir praktisch, wen wir nicht von der Bettkante stoßen würden. Und da kam natürlich Leo, ne? Leo. Und ich habe gesagt, das ist mir auch peinlich, Chris Breu. Der eine oder andere kennt ihn vielleicht. Ist ja auch wirklich. Der ist doof. Oh, das darf man glaube ich nicht. Ja, es ist ja so. Der ist wirklich. Dulli. Ja, schlau ist er nicht, kann man mal so er formulieren. Ist nicht schlau, so aber er sieht sehr gut aus. Ja, aber das ist auch schon alles. Und Channing Tatum ist ja wieder Single, aber da komme ich ja nicht ran. Ist ja das Problem. Da komme ich nicht ran. Da kommst du nicht ran. Erstmal, ich steige ja nicht ins Flugzeug. Wie soll ich überhaupt da hinkommen zu ihm? Nee, zwei nehme ich nicht. Eine. Rein. Nee, jetzt komm. Bist du verrückt? Das habe ich gar nicht gesehen. Die teilst du dir mit Papa. Du teilst mir das jetzt schon zu. So weit ist es schon. So, jetzt gibt es erstmal lecker was zu essen. Wir haben den Raumduft noch gefunden. Was hat der jetzt überhaupt gekostet? Ja, vielen Dank. Ja. Da ist das Essen auch schon da. Das ging ja flott, wa? Oh, lecker. Da freue ich mich richtig drauf jetzt. Eine schöne kalte Apfelschorle dazu. 9,99 oder nee, 10,99 hat der gekostet. Und das riecht so gut, Leute, wirklich. Gibt es bei Tom. Ich würde mal sagen, das war sehr lecker. Mhm. Ne? Mhm. Und jetzt gehen wir mal zu Teddy. Wie spät haben wir es? Gucken, wie spät ist es? 15:58. Ja, dann müssen wir auch los, ne? Dann müssen wir los. So, wir haben lecker gegessen, haben alles andere erledigt. Wir waren noch bei Kaufland. Wo waren wir überall noch? Bei Kaufland, beim Lottostand waren wir noch, da musste ich noch was erledigen. Dann waren wir. Ja, wo waren wir denn? TK Maxx. Ah ja, TK Maxx. Schuh. Moment, Moment. Schuhgeschäft. Krass, das gehört meiner ehemaligen Chefin. Ja, jetzt nicht mehr, ne? Diese Villa. Und zwar habe ich da gearbeitet. Alle, die aus Leer kommen, können das vielleicht noch erkennen, dass da früher Spielwaren Harms war. In Leer. Da habe ich ein paar Jahre gearbeitet. Da war dies aber noch gar nicht da. Da war hier ein Parkplatz. Da haben wir, hier haben wir geparkt, ne? Ja. Da hat mir mal mein Ex-Freund, weißt du das noch, mein ganzes Auto voll mit roten Rosen gemacht. Ja. Weißt du das noch, Michael? Ja. Da komme ich da abends von der Arbeit. Mein Arbeitskollege schreit da schon, Biene, guck in dein Auto. Das ist voll mit Rosen. Ja, das war was doch. Das macht heutzutage keiner mehr für mich. Naja, oh ja, beim Schuhgeschäft haben wir noch, aber da haben wir nichts gefunden. Und jetzt wollen wir noch eben zu Teddy und dann geht's auch nach Hause, ne? Ja. Komm nu, der Tag ist kurz. Oh, was ist das noch? Nee. Oh, das würde ich Leni so gerne mitnehmen, sowas. Aber da geht sie nicht rein. Sie hat ihre Stellen, wo sie hingeht und da geht sie nicht rein. Aber das machst du nicht. Sie hat eine Höhle, sie hat alles teure Sachen und da geht sie nicht hin. Guck mal, wie süß das wäre, wenn man hier so ein Ding stehen hat. Und sie würde sich da einfach reinlegen. Aber nein, sie muss auf der harten Eckbank liegen, auf dem Schuhschrank. Obwohl sie so viele gemütliche Plätze hat.
Aber da ist es wahrscheinlich. Ach, guck mal, was ich noch gucken wollte. Diese für 1 Euro, die es in Flachsberg gab, die gibt es hier, glaube ich, gar nicht. Ja? Das wäre gut, wenn die die hätten. So ein Filz, ne? Ja. Aber die sind schön, da kannst du jetzt sagen, was du willst, Sabine. Die meinst du? Da kannst du jetzt nicht sagen. Ja, die auch. Die sind toll. Ja, die finde ich so besonders irgendwie. Ganz guck mal, die kannst du so reinklippen. Ja, ja. Kannst du morgen schön zur Arbeit, kannst du so einarbeiten. Ja, ich wollte jetzt sowieso mir so ein paar bunte Strähnchen machen. Ja, dann nimm die doch und dass mit. Ich die dann zusätzlich da noch rein. Und dann mit den Schmetterlingen, das sieht toll aus. Richtig schön. Machst du die an beiden Seiten? Ja, genau. Machst du die eben, also, Moment nehmen? Das auch gut Moment nehmen. So meinte ich das. Sieht das dann aus? Die sehen total echt aus. Ich bin jetzt schon ein bisschen älter, meine ich. Ja, als ob du deine gefärbt hast. Echt? Auch mit den Spangen. Ich würde die morgen ein bisschen höher machen. Ja, das kann ich ja noch machen. Aber toll. Ja. Du 10 Jahre jünger. Echt? Ja. 10 Jahre jünger. Aber du sagst das jetzt nicht nur so, ne? Nee, die kannst du morgen. Wie spät musst du morgen anfangen? Um 8, ne? Um 8. Sind auch alle da, dann sehen auch alle das. Ja. Da kannst du dich echt mit blicken lassen. Toll. Mega. Die Schmetterlinge finde ich auch so toll. Das passt so schön zusammen. Guck mal, und dann ziehst du morgen dein pinkes Oberteil an. Ja, genau. Guck mal, das ist jetzt so ein günstiges Geschäft, ne? So ein Kloppengeschäft. Und da findest du jetzt so schöne Sachen. Ja. Und was kostet das? Nee, das glaubst du jetzt nicht. Was denn? Das glaubst du nicht. 1 Euro. Komm, dann muss ich mir noch mehr aussuchen. Nimm die, Anna, nimm die lila. Guck hier, nimm die auch noch mit. Das ist auch schön. Ey, toll. Da sind auch so schöne Schmetterlinge dran. Oh nein. Ja, ganz ehrlich, frag mal, ob du die gleich drin lassen kannst. Ah, nee, die müssen ein bisschen höher. Das machen die wohl, ne? Dass ich die drin lassen kann. Ja. Oder? Ich habe ja den Zettel hier, den packe ich dir in den Wagen. Und dann nehme ich die auch noch mit. Nimm die mal auch mit. Schön, ne? Ja, ich bin so froh, dass ich die entdeckt habe. Warum machen manche Leute sich so Haarteile rein? Ja, ich verstehe das. Also wieso lassen sie sich das beim Friseur so einflechten? Kostet so ein Schweinegeld und hier bezahlt so 1 Euro. Ja. Genau. Ja, dann lass die mal so drin. Ich nehme mir den Zettel mit. Nimm die auch mal mit. Die kaufe ich dir. Die schenke ich dir. Okay, danke. Ob das sowas ist, Sabine, die Waschstation? Nee. Nee? Würde ich nicht mitnehmen. Das kannst du besser bei Rossmann holen. Müllbeutel, kann ich dir gleich mitnehmen. Aber 50 Liter brauche ich. Leider keine 50 Liter dabei. Willst du die Handschuhe noch mitnehmen? Das passt zu den pinken Strähnen. Und wann soll ich die anziehen? Die kannst du morgen. Dann ziehst du das pinke T-Shirt an und dann die pinken Handschuhe und dann die Strähnen rein. Wie findest du das? Ja, das würde ich gut finden. Findest du gut, ne? Sind das zwei? Ja, die gehen auch ein bisschen länger. Ist hier so. Toll. Kosten auch nur 1 Euro. Ja, das ist. Ja, die muss ich dann mitnehmen. Oh, da brauche ich ja 2 von dann, ne? Achso, ist da nur einer drin? Ich glaube, da ist noch einer drin. Super. Der ist ein bisschen kürzer. Aber es macht ja nichts. Das sieht ja sicher gut aus. Das ist stylisch. Inneren, ja, einkürzungsfähig. Ja, dann macht das nicht auf, ne? So, wir müssen. Ja, wir müssen los. Guck mal, Leni, wir haben dir neue Bänder mitgebracht. Komm schnell! Oh? Interessiert dich das überhaupt? Kannst du die gebrauchen? Kuscheln willst du mit den Bändern? Oh. Nicht so viele, Manuel. Guck. Die sind nachher alle unter dem Kühlschrank. Ja, komm hier hoch. Hopp. Leni. Komm her, Leni. Hopp. Leni. Leni. Hopp. Leni, guck, hopp. So, jetzt zeige ich euch mal was.
Gerade waren Onkel David und Tante Jessie hier und die haben was mitgebracht für Leni. Ist das nicht cool? Grumpy Blick. Das finde ich richtig cool, das Kissen. Das bleibt jetzt auch immer hier an ihrer Stelle, ne? Aha. Hier, mach das nochmal. Aha. Wow, guck mal, Engel, wer ist das denn? Bist du das? Da ist dieser... Oh, oh. Schneeklauen. Aber ist das Kissen cool? Das ist so mini. Das ist so mini. Richtig süß. Und was sagten Sie jetzt? Wo war das weg von? Poku. Poku, glaube ich, genau. Also vielen Dank nochmal. Ein Deko-Kissen. Ihr guckt ja auch unsere Videos. Deko-Kissen X-Mess. X-Mess. Richtig cool. So, ihr Lieben, es ist 9:30. Während ich jetzt den ganzen Tag unterwegs war, sind jetzt noch ein paar Bestellungen reingekommen. Diese beiden Düfte und diese drei und noch ein paar Proben. Genau, das mache ich jetzt noch fertig und ich bin so, so müde. Und Hunger habe ich natürlich jetzt auch schon wieder. Das ist ja, war ja heute Mittag, wo wir gegessen haben. Und deswegen werde ich das jetzt verpacken. Dann mache ich mir gleich noch was, irgendeine Kleinigkeit zu essen, Toast oder so. Und dann falle ich so ins Bett und wünsche euch eine gute Nacht. Wir sehen uns ganz, ganz schnell wieder im nächsten Video. Bleibt gesund. Bis dahin. Tschüss.